So, herzlich willkommen zum sechsten Taktik-Corner von Amateurscout. Heute wieder mit einer Spezialausgabe. Es freut mich ganz, ganz besonders, einen der Experten des Landes bei mir zu haben, nämlich Martin Scherb, Ex-SKN-Trainer, vielen Fußballbegeisterten natürlich ein Begriff. Danke, dass du Zeit genommen hast. Ja, bitte gern. Freut mich immer wieder, dass ich im Amateurbereich zur Verfügung stehen kann. Ja, was machst du heute? Bist du ein bisschen von der Trainerbühne verschwunden? Was sind jetzt deine Aufgaben? Wo entwickelst du dich hin? Ja, ich bin seit Oktober 2013 bei Sky Sport Austria tätig als Fußball-Experte. Bin da im Schnitt ein bis zweimal pro Woche entweder bei der Sky Go ersten Liga oder in der Bundesliga im Einsatz. Hatte heuer aber auch schon als Co-Kommentator Einsätze bei den Rapid-Spielen, einerseits beim Heimspiel für die Champions League Gruppenphase in Qualifikation gegen Schachtar Donetsk und dann beim Heimspiel in der Gruppe gegen Villarreal. Das waren zwar sehr tolle Sachen als Co-Kommentator, Experte ist sehr schön, aber als Co-Kommentator kann man dann seine Trainersicht an 90 Minuten nur mehr einbringen und das hat auch einen besonderen Reiz. Des Weiteren bin ich für die Sportzeitung als Kolumnist und auch Analyst tätig. Entweder schreibe ich zu aktuellen Themen in der Fußballszene oder ich analysiere ja Spiele von der Sky Go ersten Liga bis zu hin Real Madrid gegen Barcelona, war letzten Dezember mit dran. Ja. Du hast die Sky-Tätigkeit angesprochen. Wie schaut das jetzt aus? Vor allem da in Studio hin, schauen wir sich die Spür und dann reden wir aus dem Nähkästchen oder wie kann man sich das vorstellen? So stört sich vielleicht allein vor. Meine Aufgabe beginnt eigentlich schon am nächsten Tag wieder nach der Sendung. Am Freitag ist meistens die Sendung und am Samstag kommen dann die Wiederholungen, die Aufarbeitungen, die Interpretationen der Trainer, der Spieler über das vergangene Match. Und da schaue ich schon die ganze Woche, was steht in den Zeitungen, was liest man im Internet, beziehungsweise habe ich einen sehr guten Kontakt zu allen 20 Bundesliga-Trainern in Österreich und tausche mich mit ihnen unregelmäßig aus. Und ob Mittwoch, Donnerstag weiß man dann schon, wer ist verletzt, wer ist nicht im Kader. Man kriegt da die Informationen von den Sky-Vereinsreportern. Und dann fährt man am Freitag ins Studio, aber schon gut vorbereitet und weiß man dann, was man mal vor den Spielen sagt und gibt dann seine Einschätzungen ab und dann schaut man nach dem Spiel, ob die Einschätzungen auch richtig waren. Also eine umfassende Tätigkeit dort für dich. Du warst ja als Spieler und auch als Trainer auch im Amateurbereich tätig. Ich bin ja Amateur-Scout. Verfolgst du eigentlich den Amateurfußball in unseren Breiten noch oder orientierst du dich eher am Profifußball? Na beides. Also wenn man mal im Amateurbereich war und seine Wurzeln dort auch eigentlich hat, ich war Trainer von der zweiten Klasse bis hin zur zweiten Bundesliga in jeder Liga. Also habe ich nach wie vor viele Kontakte, habe viele Trainerfreunde, viele Spielerfreunde in diesen Ligen und verfolge das natürlich sehr aufmerksam, aber mein Hauptaugenmerk gibt natürlich den Profifußball. Aber ich weiß so ziemlich genau, in jeder Liga, die in der Nähe von Niederösterreich Mitte ist, das heißt vor allem Westen und Mitte, wer wo steht und wo meine Trainerfreunde gerade platziert sind. Okay. Mein Projekt Amateurscout bietet den Vereinen die Möglichkeit, sich zum Beispiel Gegner beobachten zu lassen, auch Eigenanalysen zu machen mit Videomaterial, auch eine Spielermarktbeobachtung ist in unserem Angebot drinnen. Meine zwei Fragen dazu. Erstens, kennst du das Projekt Amateurscout und zweitens, kannst du das Gegner beobachten, Videoanalysen und so weiter, kannst du das auch im Amateurbereich empfehlen? Ja, erste Frage, ja, kenne ich natürlich. Also ich bin da sehr interessiert, was es da für Innovationen gibt im Amateurbereich. Da haben sie einige Plattformen gebildet und du mit deiner Plattform Amateurscout bist ein weiterer Bestandteil dieser Szene. Und ja, ich kann das allen Trainerkollegen natürlich nur empfehlen. Ich weiß, das, wo ich Trainer war, in der ersten Klasse, da hat man dann den freien Sonntag genutzt, um Spiele zu beobachten. Aber um das regelmäßig zu machen, nicht nur die Gegner zu beobachten, sondern auch der
eigene Mannschaft mehr zu vermitteln als nur das, was der Trainer sieht, sondern dieses objektive Auge der Kamera. Und das ist ja objektiv. Da glauben die Spieler auch viel mehr dran, wenn sie dann sehen, dass das, was der Trainer sagt, auch visuell via Video dann dargestellt ist. Und deshalb für das kleine Geld, das du das anbietest, kann ich das den Trainern wirklich nur empfehlen. Danke. Du warst der Trainer beim SKN jahrelang, hast einen Aufstieg geschafft von der Regionalliga in die Bundesliga. Beim Profiverein wie St. Pölten, wie schaut da das Scouting aus? Wie funktioniert das da? Wie ist es bei dir gewesen? Beziehungsweise auf was hast du bei der Gegnerbeobachtung da Wert gelegt? Ja, erstens einmal, ich kann nur damals da sprechen, was beim SKN damals war. Wir haben den Verein mitentwickeln dürfen von einem Mittelständler in der Regionalliga zu einem Topverein in der zweithöchsten Spielklasse. Das war wirklich ein schöner Prozess. Da bin ich heute auch dankbar, dass ich die Chance gehabt habe, das entscheidend mitbringen zu dürfen. Zu meiner Zeit waren die finanziellen Mittel nicht ganz so toll. Und wir hatten damals aber nicht nur aufgrund der mangelnden finanziellen Mittel, sondern weil ich davon überzeugt war, eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Akademie St. Pölten. Und wir haben in der zweiten Liga zeitweise mit 8-9 Spielern in der Startelf gespielt, die aus der Akademie gekommen sind. Ich war da ein klarer Verfechter, dass wir da Spieler in den Profifußball bekommen, dass wir Spieler versuchen weiterzuentwickeln. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Und unser Hauptscouting-Punkt war damals die U18 der Akademie St. Pölten. Bei der Gegnerbeobachtung lege ich darauf Wert, nach wie vor, wie spielt eine Mannschaft defensiv in der jeweiligen Formation? Ist es ein Block oder gibt es Spieler, die sich aus dieser Defensivaufgabe raushalten? Wie die Abstände zwischen diesen Formationen im Defensivspiel sind? Dann, was passiert im Umschaltmoment, das heißt in dem Moment, wo der Ball erobert wird? Und dann vor allem, wie wird das Offensivspiel angelegt? Geht es nach diesem Ballgewinn sofort nach vorne oder wird einmal versucht, wieder Ruhe und Kontrolle über das Spiel hineinzubekommen? Und der zweite Hauptpunkt sind natürlich dann die Standardsituationen defensiv und offensiv. Das war mal so eine grobe Überschrift, wie wir unsere Gegner beobachten haben lassen. Okay. Fachliche Kompetenz ist natürlich wichtig für einen Trainer, aber es gibt natürlich noch andere Komponenten, die sehr wichtig sind bei einem Trainer. Was war der Martin Scherf für ein Trainer? War er ein strenger Trainer, ein Peitschengaller wie der Felix Magath, oder war er wie soll man sagen, ein Guardiola-Typ, oder wie würdest du dich selbst beschreiben? Na, weder noch, glaube ich. Also ganz wichtig ist einmal, dass man weiß, als Trainer ist man nie fertig. Also die besten Trainer der Welt sagen, sie lernen jeden Tag dazu, und dann darf ich das als kleiner Trainer für mich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Und ich habe 2007 beim SKN begonnen und 2013 hat meine Tätigkeit dort geendet, aber ich war ein ganz anderer Trainer. Natürlich ist man kein, entweder ist man ein Peitschenknaller, dieses Attribut kriegt man nicht weg, oder man ist ein weicher Trainer, das ist auch so, ich denke, war so mittendrin. Es gibt Phasen, wo man ein bisschen strenger sein muss zu der Mannschaft, es gibt Phasen, wo man es ein bisschen lockerer laufen kann, aber da muss jeder Trainer für sich seine eigene Art finden. Wichtig ist, du hast das angesprochen, die Fachkompetenz. Man muss schon wissen, von was man spricht, was man trainiert, wie man spielen lassen will. Aber entscheidend ist in den letzten Jahren immer mehr die soziale Kompetenz, die Führungskompetenz geworden, dass man seine Spieler, seine Mannschaft entsprechend hinführt. Und vor allem im Profibereich hat man nicht nur seine 20 bis 25 Spieler, sondern auch noch ein Team ums Team, die Staff, die sogenannte, die Co-Trainer, die Masseure, die Physios, die Teamleiter, alles, was da dazugehört. Und da hat man auch noch so 10 bis 15 Leute, je nach Größe des Vereins. Und da gilt es auch als Trainer, einfach die Richtlinien vorzugeben. Und diese Richtlinien sind wie im normalen Umgang, aber bei mir immer gewesen, dass es immer pünktlich ist, dass man Respekt hat, egal ob das jetzt der Zeugwart ist oder der Präsident vom Verein, dass man diesen beiden entsprechend gleich gegenübertritt. Und das haben wir nicht nur von den Spielern gefordert, sondern auch im Trainerteam vorgelebt. Und dann ist es, wenn man davon überzeugt ist, kann man sowas auch leichter umsetzen. Das ist gleich ein Teil von meiner nächsten Frage. Und zwar, nach welchen Prinzipien arbeitest du?
ein Spieler. Du hast zum Beispiel in deinem Team einen Spieler wie ein Messi oder wie ein Ronaldo. Die alleine Spiele entscheiden können. Jederzeit. Ja? Und möglicherweise sind diese Spieler, gerade auch im Amateurbereich, wissen sie ihren Status und sind vielleicht ein bisschen undisziplinierter. Wie gehst du da als Trainer vor? Bist du da nachsichtiger, weil du weißt, diese Spieler, den brauche ich? Oder ist es ein Spieler von vielen und gelten für alle dieselben Regeln? Also, eins auf dem anderen. Also, ich glaube, Messi und Ronaldo, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann, sind natürlich absolute Topspieler, nicht umsonst, und die letzten, glaube ich, 8 Jahre immer die Fußballerwahl des Jahres zum Weltfußballer gewonnen. Auf der anderen Seite sind es aber sicher Spieler, die im Training oder im Spiel gegenüber Mitspielern nie den Superstar aushängen lassen. Und die Mannschaften wissen sehr genau, was sie an diesen Spielern haben. Und beide arbeiten ja nicht so gerne auch defensiv. Ich habe sowohl Real Madrid als auch Barcelona live gesehen. Also die Defensivarbeit ist nicht die Stärke dieser beiden Spieler, wenn wir bei Ronaldo und bei Messi bleiben. Aber sie haben offensiv so viel Kraft, Potenzial und Fähigkeiten, dass die anderen Spieler diese mehr Laufarbeit für die zwar gern mitmachen. Im Amateurbereich ist es oft so, wie du sagst, dass man ein, zwei ein bisschen herausragendere oder bessere Spieler hat, die aufgrund ihrer Qualität auch die Spiele entscheiden können. Dieses, sagen wir, Star-Gehabe geht bis zu einem gewissen Grad. Also wenn Grundprinzipien der Regel verletzt werden, dann muss auch der Trainer da Stopp sagen. Weil irgendwann fällt er das am Kopf und dann macht es nicht nur der Superstar, sondern der andere Spieler auch. Und dann bist du als Trainer schon verkauft. Also ich denke, man hat schon eine Bandbreite, wo man sagen kann, von da bis da geht's und weiter nicht, aber die muss man dann auch konsequent einhalten. Ein Thema würde mich nur interessieren, und zwar im Profibereich ist natürlich gang und gäbe schon dieses Mentaltraining, Live-Kinetik und so weiter. Inwiefern glaubst du, kann man das auch im Amateurbereich anwenden oder so, hat man da zu wenig Zeit dafür? Ja und nein. Also es ist vor allem jetzt in der Vorbereitungsphase, glaube ich, wenn du Live-Kinetik ansprichst, wie das auch beim SKN gemacht, eine willkommene Abwechslung nach einer harten Trainingseinheit, das auch unter ermüdeten Spielern das einmal auszuprobieren, wenn man da mit verschiedenen Bällen jongliert, Passübungen macht oder was auch immer, da gibt es ja die speziellen Übungen dafür. Und Mentaltraining ist immer wichtig. Also die Fähigkeiten, die Qualitäten, die man aus dem Sport zieht, die kann man gerade im Amateurbereich dann auch für den Beruf, für die Schule, für das Studium mitnehmen. Nicht umsonst werden Topstars aus dem Sport oft gebucht dann von großen Firmen, um zu sagen, wie sie mit schwierigen Situationen umgegangen sind. Und also Mentaltraining in welcher Art auch immer, da hat jeder Trainer seine eigene Strategie oder seine eigenen Vorstellungen, kann ich nur empfehlen. Also die einen Spieler springen natürlich mehr drauf an, man darf das nie verpflichtend machen oder zwingend, und die anderen weniger, aber es nehmen die meisten was mit daraus. Ja, dann sind wir eigentlich schon mit dem ersten Teil am Ende. Eine Frage noch, wie schaut der Zukunft aus? Wird man die irgendwo wieder auf der Trainerbank sehen? Durchaus möglich, aber nicht zwingend notwendig. Also es ist so, ich fühle mich als Analyst bei Sky sehr wohl, es macht unheimlich viel Spaß. Denke ja vor allem aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen, die ich auch bekommen habe, dass das sehr gut ankommt. Auch die Kolumnistentätigkeit bei der Sportzeitung taugt mir unheimlich. Ich wollte als Kind Sportjournalist werden, jetzt bin ich irgendwo dort in der Nähe zumindest. Aber eine Rückkehr auf die Trainerbank ist sicher nicht ausgeschlossen. Aber es muss aus meiner Sicht da immer alles funktionieren. Es muss vom Trainerteam, von den Vorstellungen und so weiter alles so sein, wie es haben will. Und wenn das so ist, dann mache ich es. Ansonsten bleibe ich den Zuschauern als Experte erhalten. Also wir werden uns auf alle Fälle den weiteren Weg genau anschauen. Und vielleicht haben wir ja in ein paar Jahren oder wieder mal die Möglichkeit, ein Interview zu führen. Und ich sage mal danke für den ersten Teil. Im zweiten Teil werden wir mit Martin an die Taktiktafel gehen, werden Spielsysteme durchbesprechen, Laufwege, und der Martin wird uns vielleicht auch erklären, wie man eine sehr defensiv eingestellte Mannschaft knacken kann. Also Lernpotenzial für alle Amateure, Amateurtrainer,
und sage mal danke, danke und wir sehen uns auch im zweiten Teil. Danke. Bitte gerne.